Last Christmas, I gave you my heart for the very first day. Henslers schnelle Nummer, heute ist es soweit. Weihnachtsente ist das Thema. Wie bekomme ich zu Weihnachten die perfekte Ente hin, ohne irgendwelche Probleme? Also, das Erste, was ihr braucht, ist klar, ist eine Ente. Die haben wir jetzt hier, die wiegt jetzt knapp 2 Kilo. Gebt wirklich für die Ente Geld aus. Muss ich euch wirklich sagen, da lohnt es sich wirklich. Wenn du so einen linken Polenvogel hast, das mag okay sein, aber es schmeckt nicht. Dann mach lieber was anderes. Dann mach einen Schweinebraten. Gib richtig hier am besten deutsche Oldenburger Ente. Bang. So, was ihr dann macht, hinten diesen Bürzel abschneiden. Keine Ahnung, könnt ihr einen Schlüsselanhänger draus machen oder so, weiß ich nicht. So, und jetzt gibt es ja viele verschiedene Rezepte, aber ich zeige euch eins, Gelinggarantie. Ihr braucht ein großes Gefäß. So, da kommt jetzt Wasser rein. In diesem Fall habe ich jetzt 3 Liter. Gucken wir gleich mal, ob das wirklich auch reicht. So. Oh, ich würde sagen, das reicht nicht, ne? Was hast du, fragst? Das sieht knapp aus, ne? Oh, schalt mal ein bisschen ein paar Nahaufnahmen oder bei Autos sagt man Carporn. Fahr mal ein bisschen die geile Ente-App. Ich hole noch mal schnell Wasser. So, haben wir doch hier. Guck mal, Trinkwasser. So. Was haben wir hier jetzt nochmal? Schlappe. Was sind das für Messbecher? Schlappen 57er dazu. Ja, das könnte passen, oder? Was sagst du? Meinst du noch mehr? Ich glaube, das wird hier live on tape. Oh ja. Ich hole noch ein bisschen Wasser. Zeig mal geile Aufnahmen. Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Oder mein Ding hört man ja. So, ich gehe jetzt mal hier nebenan zum großen Wasserhahn, weil er schneller geht. Also nicht wundern, das Video wird ein bisschen länger. Oh, Digga, was ist denn das für ein Wasserdruck? Alter, willst du mich rollen oder was? Das ist ja wie gar nichts. Ja gut, aber. So. Das haben wir jetzt hier jetzt nochmal. Schlappe 1,4. Das sind mal 2 Liter, also sind wir über 5 Liter jetzt. Ne? Ja, 5 Liter. So. Das muss passen. Pro Liter Wasser braucht ihr 40 Gramm Salz. Das heißt, 5 mal 40 Gramm, 200 Gramm Salz. Ich hatte hier schon vorbereitet auf unsere 3 Liter. Muss jetzt aber nochmal 80 Gramm nachkippen. Dann merkt man, ja, Schule, ey, Mathe in der 1 war ich, du. So, pass auf. Jetzt nehmt ihr dieses Salz. Also pro Liter Wasser 40 Gramm Salz. Direkt hinein. Jetzt mit dem Schneebesen einmal auflösen. So. Schön durchrühren. Klar, ist auch kaltes Wasser. Jetzt nehmt ihr eure Ente und packt die hier jetzt hinein in dieses Salzwasser. So. Und wichtig ist jetzt, diese Ente, wir machen jetzt ein Live on Tape, muss 24 Stunden da drin liegen. Ich werde euch jetzt 24 Stunden voll quatschen. Nein, aber es ist wirklich so. 24 Stunden muss diese Ente jetzt in dieser Salzlake liegen. Warum? 2 Dinge. Zum einen, der Geschmack wird sensationell, weil die komplette Ente gewürzt wird. Dadurch, dass sie in diesem Salzwasserbad drin liegt, kommt die Würzung halt überall hin, nicht nur einfach nur ein bisschen oben drauf. Und das Salz zieht natürlich auch ein bisschen was aus der Ente raus, speziell auch dieses Blut. Das heißt, die Haut wird nachher wunderbar knusprig. Das Zwischenfett ist fast weg und es läuft auch keine Blutspur raus oder so. Und geschmacklich ist das ein Riesenunterschied. Entscheidend ist jetzt, das Ding stellt ihr wohin, wo es kalt ist, im Keller, Kühlschrank, Balkon, je nach der Temperatur. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 24 Stunden wieder. So, 24 Stunden später sieht das Ganze so aus. Ich muss dazu sagen, es würden auch 12 Stunden reichen. Aber 12 Stunden, sag ich mal so, das muss mindestens sein. 24 ist natürlich besser, muss man sagen. Aber 12 ist auch schon okay. Aber wir haben jetzt wirklich 24 Stunden. Jetzt so hier. Huha, kaltes Wasser. Einmal abtropfen lassen. Nicht groß trocken machen, etc. So, die Wasserleiche aufs Brett. Und jetzt gibt es ja noch das Thema Füllung. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie man eine Entensoße kocht. Eine Füllung. Macht Sinn, macht keinen Sinn. Kommt auch an, was du damit machen willst. Würde man die Ente danach sozusagen danach erst die Soße machen, macht eine Füllung natürlich Sinn oder ist geschmacklich interessant. Manche essen auch gerne die Füllung, heißt, sie nehmen die Ente auseinander, ziehen sich die Füllung noch rein. Deswegen machen wir heute eine rein, obwohl es eigentlich nicht nötig ist, aus Apfel, Orange, Zwiebeln und Rosinen.
schön hinten hinein in den Vogel. Richtig reindrücken. Würzen braucht ihr jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist wirklich das Entscheidende. Schon tief rein da. So. Man könnte es jetzt hinten auch noch zubinden und all den ganzen Tinef, aber ich sag mal so, das funktioniert auch so. 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 Rein da. Jetzt die Ente haben wir hier im Backblech. Auf das Backblech legt ihr einfach das Gitter, dann kann das Fett so ein bisschen ablaufen. Das kann man später noch in die Soße reinmachen. So. Jetzt liegt hier die Ente. Jetzt geht es um die Temperatur. Die erste Rutsche ist 70 Minuten lang bei 170 Grad Umluft. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt gucken wir mal. 70 Minuten bei 170 Grad. Ich hole die mal kurz raus. Ah, fuck. So, es ist doch heißer, als ich dachte. Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt geben wir es wieder in den Ofen. Und zwar nochmal 25 Minuten mit 210 Grad. Aber eine Sache jetzt noch zur Garzeit muss man dazu sagen. Ich habe jetzt hier hinten natürlich einen relativ neuen Ofen, der die Hitze wirklich gut hält. Wenn man jetzt zu Hause einen Ofen hat, der ein bisschen älter ist und so, da steht zwar 210 Grad und das Licht geht auch aus, aber das ist immer so eine Sache. Deswegen müsst ihr ein bisschen auch einen Hauch hier und da selber gucken. 70 Minuten, 25 Minuten plus 25 müsste eigentlich reichen. Ist euer Ofen jetzt aber ein bisschen älter, kann die Hitze nicht so halten, dann müsst ihr jetzt schon bei diesen 170 vielleicht lieber sicher gehen und sagen, ach komm, ich lasse lieber 80 Minuten drin, wenn ich so einen alten Ofen habe oder so, dann müsst ihr ein bisschen hingucken, weil nicht, dass ihr das macht und dann so, oh, Hans hat doch gesagt, die Zeit, die Ente ist noch roh. Ihr müsst bis auf euren Ofen aufachten, das gibt wirklich echt Unterschiede. Frex, bestätige das bitte? Ich bestätige das. Sehr gut. So, ich bestätige das. Aber jetzt, wenn ihr so ein geiles Gerät wie ich habt, 25 Minuten bei 210 Grad. Und dann gucken wir uns die knusprige Ente an. So. Dann wollen wir mal gucken. Das Ganze war jetzt 25 Minuten bei 210 Grad. Halleluja drin. Oh ja. Oh, komm her. Das sieht gut aus. Mmh. Oh ja, knusprige Haut. Guck mal hier. Hier, guck mal. Geil, wenn es wieder hochkommt, ne? Wie so leicht aufpumpt. Ich mag das Ding ja immer am liebsten hier, ne? Kannst direkt wegsnacken. Wichtig ist jetzt vorm Trangieren erstmal ein bisschen auskühlen lassen, weil das jetzt einfach zu heiß ist. Und denkt dran, wenn ihr jetzt zu Hause seid, mal wieder das Thema Zeit und ihr holt die Ente jetzt raus nach diesen 25 Minuten, ihr seht, hä? Das ist aber noch, das ist zu wenig, dann lasst sie einfach drinne. Lasst sie länger drin. Das hat einfach mit dem Ofen zu tun, die verschiedenen Öfen. Könnt auch rüber hochgehen auf 230 oder so, über zum Schluss noch mal eine reinknacken. Aber an sich ist das eigentlich die perfekte Zeit. Oh, hier, guck mal. Mmh. Oh ja, oh ja. Also kurz abkühlen lassen, dann wird tranchiert. Jetzt ist der Moment gekommen, wo die Ente tranchiert wird. Ja, komm, lass laufen. Lass laufen, lass doch eher alles laufen. Das Erste, was man macht, ist erstmal die Flügel lösen. Hier. Und schön selber fressen. Das ist das Entscheidende. Ich finde ja immer, der Flügel ist mit der Geilste. Ich liebe auch, den Wurst schön abzunagen und vielleicht sogar ein bisschen Knochen mit zu fressen. Weißt du, ja. Mmh. Mmh. Das ist so ursprünglich, weißt du? Geil. So, aber jetzt, pass auf. Boah, 100 Jahre her, wie meine Ente ausgelöst habe. Erster Schnitt hier oben. Sieht man hier, Brustbein lang. Messer ansetzen, neben den Knochen, vorsichtig nach unten führen und dann treffen hier vorne ist das Brustbein. Und das, oder Schlüsselbein, das ist Schlüssel oder Brustbein? Schlüsselbein. Okay, das zieht dann hier so rüber. Jetzt schon mal so ein bisschen anlösen. Und dann werdet ihr merken, hier vorne ist ein Knochen, dann müsst ihr automatisch herumschneiden. Jetzt, Kleinschnitt über der Keule. So. So, jetzt wieder zurück. Jetzt kann man auch ein bisschen mit dem Finger. Eieiei. Oh, fuck, ist das so heiß. Schön vorsichtig. Vielleicht sollte man noch einen Ticken länger warten. Kann man sie ein bisschen lösen. Dann hier hinten. Wichtig ist, vorsichtige Schnitte. Jetzt nicht überhastet sein oder so. Ihr seht das selber, selbst ich
der mit dem Messer eigentlich ganz gut umgehen kann. Lässt sich da auch schön Zeit. So, haben wir die Brust gelöst. Jetzt nimmt man unten so ein bisschen den Knochen hier, wo der Flügel vorhin dran war, zieht ihn bis nach außen. Und da müssen wir gleich in das Gelenk reinschneiden, dass wir den auf jeden Fall mitnehmen. Komm mal her. So, Freundchen. Ziehen wir ein bisschen nach außen. Yes. This looks good. So, da haben wir die Brust. Jetzt die Keule. Die zieht man meistens auch so ein bisschen runter. Vielleicht auch schlauer, das Ganze mit Handschuhen zu machen, muss man sagen. Jetzt hier leicht anlösen. Ich ziehe das extra ein bisschen hoch für euch, dass man es gut sehen kann. Wird man jetzt in die Frech, Junge, ne? Wird man nicht frech? Danke für das Kompliment überhaupt mit Junge und so. Hör mal zu, junger Jedi, ne? Ja. Ja gut, stimmt ja auch. So. Und jetzt hier einmal ein bisschen aufbiegen. Das ist immer noch heiß, aber sieht geil saftig aus, das sieht man so. Oh, lecco mio, ist das heiß, ey. Ich würde die Ende einfach auf den Tisch stellen und jeder nimmt sich was runter, wenn es nach hier geht, ne? Hm, komm her. Schneiden wir hinten mal rum. Ein bisschen rüberziehen. Hier ist jetzt das Gelenk. Einmal raus. Das sieht doch gut aus. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Man könnte sie jetzt noch mal ganz kurz in den Ofen schieben mit reiner Oberhitze, aber ist aber so geschmacklich, ne? Oh. Oh. Das ist das Entscheidende, ist die Salzlake. Minimum 12 Stunden, das ist, also 12 Stunden ist schon gut, aber 24 ist noch geiler. So saftig, wirklich so geschmackvoll. Was ihr noch machen könnt, ihr denkt dran, ne? Hier, wenn ihr keinen Bock habt auf Rotkohl und Soße kochen, ne? Hensler.shop, holt euch die Dinger. Und was ihr dann noch machen könnt, hier, die Füllung. Ich mache das ja nicht, ne? Aber manche Leute mögen das ja ganz gerne. Holen die Füllung raus, dann drückst du sie durch ein Sieb. Da kommt richtig ein schöner Sud auch raus, den kannst du auch in die Soße reinkippen. Du kannst auch fein pürieren und essen, musst natürlich die Orangen nur raussammeln, aber eigentlich ist das nur für den Geruch und so. Also, oh, geil, guck mal her, den einen Flügel ziehe ich mir auch noch rein. Jetzt kommt die Einkaufsliste, die ist ja nicht so groß. Und ich sag schon mal, viel Spaß am Weihnachtsabend mit dieser Ente. Das ist eine Eins, eine kleine Eins. Geil. Und die Einkaufsliste für unsere Ente, für zwei Personen, braucht ihr eine Bauernente, ca. 2 Kilo, 5 Liter Wasser, 200 Gramm Salz, 2 Zwiebeln, 3 Äpfel, eine Orange und 3 Esslöffel Rosinen. Nochmal Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hensler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!